Oh, so YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu 0K Geotastic. 18K natürlich. Wir müssen es endlich schaffen. 18.000 Punkte müssen wir erreichen. Wir haben eine Durststrecke. Die Durststrecke muss besiegt werden. Ich hoffe, wir schaffen das, indem wir 3 Runden mit unendlicher Zeit machen und gute Startpunkte kriegen. Und ich mich konzentriere. Es ist halt immer noch sehr warm. Es ist die gleiche Aufnahmesession und ich schwitze wie ein Schwein nebenbei. Ich kann euch mal die aktuelle Temperatur in diesem Raum sagen. Da bin ich mal selber gespannt. Meistens ist die viel niedriger. Und dann denke ich mir so, die kann nicht niedriger sein. 26,6 Grad hier drin, sagt er mir zumindest, bei 65% Luftfeuchtigkeit. Es fühlt sich an wie 80% Luftfeuchtigkeit und 29 Grad. Minimum. So. Aber da ist ja nur eine Ausrede dafür, dass ich mich manchmal vertue, nicht wahr? Aber wir gehen rein in Runde 1. Ich würde mal leiser sagen. So. Erster Guess, mal gucken. Oh nee. Thailand. Gut, liegt daneben nicht, aber Laos? Laos sogar? Oh. Laos hat nicht so eine hohe Abdeckung. Oh nein, nicht die Straße. Nicht hier mit den gelben Schildern. Oh no, von der haben wir Albträume. Nicht die. Oh no. Das ist doch schon wieder die gleiche Straße. Oh nein. Und ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Also, ich wusste es, aber das habe ich nach 4, 5 Wochen wieder vergessen. Ja, Laos. Laos hat irgendwie eine Abdeckung von 2, 3 Orten oder so. Ja, hier kann man nämlich nicht weiterfahren. Oh, scheiße. Oh, Kacke. Und in die Richtung kann man auch nicht weiterfahren. Man kann, genau, hier so ein bisschen in diese... Wo ist denn das? Hier. Da muss man genau hingucken. Man kann in die Straße rein. Ich glaube, das war die, wo man weiter konnte. Ah, auch nicht. Es gab eine Seitenstraße. Ich glaube, die war auf der anderen Seite. Da konnte man weiterfahren. Hinter so einem blauen Schild. Oder so. Mal gucken, ob wir die finden. Obwohl es auch einfach ein Dorf sein kann, was genauso aussieht wie das Dorf, wo wir mal waren. Aber die gelben Schilder, gut, kann sein, dass es ein Standard ist, nicht? Aber ich kann mich komplett daran erinnern. Aber bei uns hängen ja auch überall Krombacher Schilder. Aber auch so mit dem Straßenrand. Spätestens, wenn hinten diese Einfahrt da kommt in die andere Straße. Auf der linken Seite hier müsste die dann kommen. Da ist ein blaues Schild. Das Problem ist, Drug-Free School, ja, das war das Einzige, was wir lesen konnten. Und irgendein Hotelname. Horpa Heko. Lau Brewery. Fonong. Hier, genau, das blaue Schild. Das war das Einzige, was wir finden konnten, nicht? Fong Hong, hier unten. Ja. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Und Torcapedo, wo war das? Das liegt Richtung Südwesten. Gut, es kann noch ein Fong Hong geben. Das ist nämlich Muang Fong Hong. Aber ich dachte, das war hier. Das war auch von der Topografie, nämlich in der flachen Ebene. Der Rest ist eigentlich sehr bergig. Man könnte hier hinten noch sein. Aber ich glaube, hier gab es die Straße. Und es gab noch eine Abdeckung mitten in den Bergen. Hier
da in Luang Prabang. Das sind, glaube ich, die drei Orte, die abgedeckt sind oder so. So, also wo ist jetzt Phong Horpakeko? Dazwischen sind wir dann diesmal. Ich weiß nämlich, ich bin irgendwie an diese Straße gekommen aus Dörfern. Hier irgendwie hier raus, hier rauf und dann konnte ich aber nirgendwo weiter. Und deswegen weiß ich, ich bin hier rausgekommen. Phong Hong Hok. Das wird ja auch dann wahrscheinlich Pa-ki oder Pa-keo. Da wird zusammengeschrieben. Mangpakpot. Ich sehe es nicht. Papong. Ich meine, kann sein, dass es noch einen Phong Hong gibt, aber würde mich wundern. Von Nemi Chuklahorn Keo. Keo, Captain Jack. Du. Pacto Hai. Macht mich ein bisschen unglücklich. Oder gab es noch ein Phong Hong? Also, wir können nur in der flachen Ebene sein, nicht? Also, wir können hier halt sein. Und hier gibt es nur einen Phong Hong. Oder wir können halt hier hinten irgendwo sein. Und ich glaube, hier gab es keinen Phong Tsung. Nicht, dass ich die beiden Seiten vertausche. Die Straße verläuft Ost-West. So, und hier sind schon Berge, nicht? Also, so viel Optionen haben wir gar nicht. Ich würde sagen, wir sind hier halt drin. Hier, Phonemi? Nee, Hoka Phohong. Kann sein, dass das auch wieder nur an irgendeiner Schule oder so dran stand. Oder nicht auf lesbar. Phongkeko. Hier ist auf jeden Fall ein Keo, aber nicht ein Horkpaheo. Ich glaube, das habe ich auch beim letzten Mal ewig gesucht und nicht gesehen. Erst danach habe ich es dann gesehen, als ich eingeloggt habe. Aber da habe ich auch die Position nicht gefunden. Von Ekeo. Na. Okay, aber Phong Hong reicht ja erstmal. Aber wir fahren West-Ost. Phong Hong würde nördlich liegen. Aber wir fahren Richtung Osten. Also wir kommen eigentlich von Osten hier ran und das liegt nördlich. Und wir kommen von einer guten Straße. Also wir können ja nicht nördlich sein, wenn das südlich ist. Das heißt, wir können höchstens von hier kommen und hier gibt es keine östlichen Straßen. Hier vielleicht. Tong Pong. Ich meine hier von Tong. Ah ne, wie hieß es? Hokkeo. Keo.
Nicht, dass es nur ein Stadtteil war. Das wäre die einzige West-Ost-Straße oder die hier halt. Und hier können wir nicht weiterfahren. Das könnte gut passen, ja. Okay. Weiter geht's. Wir fahren mal an die Kreuzung und gucken da mal. Hier steht ja auch noch mal was. Ah, wir können es nicht lesen. So. Und das liegt Richtung Norden, irgendwas mit Wing-Yang-Wing. Wing. Das könnte auch Winyentan sein. Dann könnten wir... Ja, okay, ja, wir fahren nach Osten. Ja, genau, wir könnten hier gerade sein. Aber wir kommen ja auf eine T-Kreuzung nach Osten, wo es nicht weitergeht. Ich meine, ist hier die Nusin Pharmacy? Oh, wo sind wir denn auf einmal? Nuan Laong. Ja, die haben doch auch so Adressen dran stehen, oder? Ah, die kannte ich nicht lesen, stimmt. Was sagt das Schild hier? Kommen wir nicht ran, oder? Ah, Kartoffelkamera. Da vorne vielleicht? Ah, shit. Man kann es nicht lesen. Ban Notang Nao. Nong Buak Ban Notang. Bang Non Saat. Bang Dong. Nong Tang. Nong. Also geben tut's auf jeden Fall Nong Boyak. Es könnte sogar sein, dass wir in der Hauptstadt sind und deswegen nicht dran steht, dass es in die Hauptstadt geht, weil man natürlich da ist, nicht? Nong Bon, Nong Tang, Ban Don Dun. Ban Kalungixai. Aber wir müssen ja, wenn Ban Nong. Bannakang, Koi, Bannoitam, Bannakong, Bannakfau. Ban heißt einfach Ort, nicht? Also Nong Tang suchen wir eigentlich. Ich gehe mal so ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe so das Gefühl, es gibt noch einen Fong Tang. Vielleicht habe ich... Ich glaube, ich habe mich auch beim letzten Mal vertan. Ich
Aber ich meine, es gibt nicht viele östliche Straßen, die an Straßen ranführen. Bang Na Dong? Nee, Nong, Nong Tang, Nong Tang, Nong Bok, Nong Lom. Da steht auch keine Straßennummern dran, nicht? Hier ist noch ein Phong Tong. Wir wollen aber trotzdem Bong Tang Tong. Bang Nong Song Hong. Wir wollen dann aber Nao. Nong Bao. Bangkok Nong. Bang Bung. Bang Bunga Bunga, nicht wahr? Okay, wir können mal gucken, ob wir das Schild auf der Seite lesen können. Sofern eins auf der Seite steht. Ja, da vorne. Ja, das, okay, das ist das Einzige, was wir halbwegs lesen konnten, nicht? Da steht noch Tat Moon. Tat Moon. Ich meine, wir können eh nur hier irgendwo gucken. Und Tat Moon liegt westlich. Also. Tang Leng, Tat Moon. Erste Runde und wir hängen schon wieder fest. Oh Mann. Don Nun? Eventuell wird es auch falsch geschrieben, nicht? Dass Nong No ist oder so nur. Tat Moom. Was könnte. Wie kann man Tat Moom noch schreiben? Bat Moom? Lat Moom? Ich sehe auch nichts, was ähnlich klingt jetzt auf der Karte. Ich hoffe nicht, dass das so ein Ort ist, der dann nur so. Ja, über irgendeinen Landmark zu finden ist. Vielleicht müssen wir noch dichter ran. Bang Bang Gua. Bang Nong. Hier ist ein Bang Nong. Blablabla. Aber wir hatten dann ein Nao oder sowas. Nur. Ja, Leute. Das macht müde. Tong Pong. Wandia? Nee, Wing Yang oder sowas. Nee, daraus wäre ich nicht schlauer. Hier müsste ein Kreisverkehr kommen, wenn ich in die Richtung fahre. Und da müsste ein Baustoffhandel sein. Und da stand eine Adresse dran, die man lesen konnte. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder eine Tierklinik oder irgendwie sowas kam. Ich fahr mal weiter.
Da teilte sich die Straße nämlich nach links und rechts dann. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich speichere das mal ab. Und ich weiß, wir haben dann die Apotheken gezählt beim letzten Mal. Weil die eingezeichnet waren. Aber da standen wir halt auch hier irgendwo auf dieser Straße, glaube ich. Hier, jetzt müsste sie sich gleich spalten. Irgendwie. Ah, wo? Komm. Ah, wir sind auch beim letzten Mal weit gefahren, nicht? Es sieht auch echt immer gleich aus. Ich glaube, Laos sieht generell sehr, sehr gleich aus. Aber ich meine, wenn ich nicht im Phong Thong gewesen wäre, hätte ich es ja nicht direkt wiedererkannt, nicht? Aber irgendwie passt das drumherum halt nicht. Phong Plaflino Auto. Das Problem ist, ich kann die Namen hier nicht von den Ortsnamen unterscheiden. Suvani. Das sieht schon nach Hauptstadt aus, wo wir jetzt drin sind, nicht? Nach Süden. Oder zumindest eine Straße, wo permanent was los ist. Man muss aber auch sagen, von den ganzen asiatischen Ländern da unten wirkt Laos zumindest so am saubersten, auch wenn sie das gleiche Chaos haben mit den Kabellagen. Boah. Freehold Land, das bringt mir auch nichts. Hier ist nochmal ein Schild. Präsidentenpalast und Market. Okay, Präsidentenpalast kann ja nur in der Hauptstadt sein. Morning Market, hier haben wir. Wir fahren die ganze Zeit südöstlich. Das heißt, wir kommen von hier. Und da, hier ist übrigens der Kreisverkehr, wo die Straße sich aufteilte. Genau. Und hier ist irgendwo ein Baustoffhandel, wo ich die Adresse das erste Mal rausgefunden habe. Ist es doch das Gleiche. Und dann sind wir irgendwo hier. Und dann wäre es doch hier, aber... Das Convention Center hatte ich auch gefunden. Das sieht richtig krass aus. Aber an dem waren wir noch nicht. Dann waren wir noch nicht mehr hier. Dann waren wir auch noch nicht hier. Dann kommen wir vielleicht hier raus. Oder so. Und deswegen Pharma City, bla bla bla. Das heißt, eigentlich müsste jetzt erst... Oder das kann... Naja, aber so sah es zumindest nicht aus eben, nicht? Diese Stelle da. Okay, wir fahren mal, um zu wissen, wie dicht wir dran sind. Okay, wie sieht das Ding aus? Kreisverkehr mit so einem... Nee, kein Kreisverkehr. Einfach nur eine abgehende Straße nach... Ja, eigentlich Westen. Und unsere macht einen Bogen. Südosten, Nordosten. Nordosten. Südosten. Aber das ist viel zu groß. Das kann das nicht sein.
Und das kann das auch noch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Hier ist irgendwas. Thailand? Nee, Laos auch. Drug-free school wieder. Warum sie das in Europäisch ranschreiben oder Englisch ranschreiben? Da, wartet. War da eine Adresse, die man lesen konnte? Ein Straßenname wäre gut. Export, Import? SCL Company, Shengshuloin Company Trading. Und hier können wir nicht mehr weiterfahren. Welcome to DDR, the world's best tourism destination. Watai International Airport nach Nordosten. Okay. Das ist aber nicht Watai. Aber der Airport ist nur da. Also ich weiß nicht, wie viel Airports Laos hat. Aber eigentlich kann es ja dann nur das Ding hier sein. Nach Nordosten. Das können wir nicht lesen. Welcome. Da ist noch ein Schild. Morning Market und Phong Hong. Also dann würde ich sagen, sind wir auf dieser Straße hier. Weil die führt nach Phong Hong. So. Und dann sind wir irgendwo hier am Flughafen. Und wir kommen irgendwo raus. Aus bla 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 Bong Nau. So, das heißt, wir können eigentlich ja nur hier rausgekommen sein. Das heißt, irgendwo stehen wir hier. So. Jetzt, das Einzige, was ging, war die Pharmacia oder sowas. Jetzt müssen wir nur eine finden. Weil das ist das Einzige, was man lesen konnte. Und dann konnte man die Gebäude oder so zählen. Ich meine, der Startpunkt ist ein bisschen random, sowieso jedes Mal. Haben wir eingestellt. Also wir starten nicht immer an 100% der gleichen Stelle. Ich dachte, wir waren nördlicher beim letzten Mal. Oder ich habe mich beim letzten Mal vertan und mir die Position gemerkt. Okay, hier ging's nicht weiter. Was kommt hier? Sind alles nur Lebensmittelmarkets? Vielleicht, warte mal, das Restaurant vielleicht? Hier, oder hier, Feng Fong Construction. Die sind südlich. Hier wäre nämlich die Mayong Pharmacy. Da sind wir noch nicht vorbei. Maurerbedarf. Die Straße, die abgeht, hatten wir auch noch nicht. Bei uns ging ja eine Straße rein. Schneider.
Aber so weit draußen sind wir auch nicht. Aber hier wäre der Baustoffhandel. Aber steht halt nicht Feng Fong Construction dran. Nur Baustoffhandel. Oh oh. Ich glaube, das wird auch schon wieder so eine Runde. Aber da vorne ist ja schon gleich die Road. Aber wo ist Hukapeo, nicht? Also das habe ich gar nicht gesehen. Dann ist Hukapeo vielleicht irgendein Stadtteil. Okay, also eigentlich sind wir, wenn wir aus der Großen kommen, irgendwo hier. Okay, dann müssen wir die Straßen zählen. Also bei uns ist eine Straße, wo wir reinfahren können, Richtung Südwesten. Hat die einen Namen? Die hat einen Namen, aber kann ich nicht lesen. Das heißt, theoretisch können wir hier stehen. Oh. Wir gucken mal. Die Frage ist auch immer, was ist eine Straße, was ist keine? Das würde ich sagen, ist eine. Die hat ein Schild. Zwei. Das heißt, wir wären schon mal da. Jetzt kommt ein großes leeres Feld. Das könnte das hier sein. Dann kommt eine Drug-Free School. Das ist die hier. Das ist das leere Feld. Dann stehen wir da. Da müsste jetzt noch ein, zwei Straßen kommen und nochmal ein leeres Feld. Gut. Da, das könnte schon die zweite gewesen sein. Jetzt kommt das leere Feld. Okay, haben wir. Und dann sind wir vorne dran, nicht? Genau. Jetzt ist nur die Frage, unsere Straße können wir nicht reinfahren, aber bei uns ist keine gegenüber. Das ist ein bisschen komisch. Und hier kommt eine nach links, aber hier ist keine nach rechts. Aber es ist keine nach rechts da. Dann, ich würde ja fast sagen, dann sind wir hier hinten, aber das geht ja auch nicht. Also von der Schule können wir nicht so weit weg sein. Noch eine nach rechts. Das wäre die hier. Oh Mann. Und hier ist die Schule. Oder? Nee, das ist erst der Baustoffhandel. Oh, wartet mal. Ja, da habe ich mich wirklich verzählt. Aber hier ist das leere Feld. Vor der Schule. So, das heißt, das hier ist die lange Straße. Die hier. Okay. Dann kommt eine nach links. Das würde ich fast sagen, ist die, die kleinen. Sind nicht eingezeichnet. Und dann kommt eine nach rechts und das ist unsere.
Dann stehen wir hier. Bengebongo, 3,69 Meter. Endlich. Der Fluch ist gebrochen, hoffentlich. Uff. Laos besiegt. Dann bin ich, denn es kann sein, dass ich beim letzten Mal hier gestartet bin. Und wir sind nämlich ewig rumgetingelt und ich konnte hier nicht mehr weiterfahren. Und dann konnte ich nur hier runter und konnte auch nicht mehr weiterfahren. Genau, dann sind wir hier, glaube ich, hängen geblieben. Und hier ging es auch nicht weiter. Und nur anhand von ein paar Geschäften, die hier waren, konnte ich herausfinden, wo ich war. Aber irgendwann war ich auch schon mal an dieser Straße. Das sah so ähnlich aus. Nur wo die Straße sich aufgesplittet hat, das habe ich... Ich dachte, die hat sich irgendwo mal aufgeteilt. War vielleicht wirklich, dass das alles so ähnlich ist, dass ich mir im Kopf das nur vorgestellt habe. Aber egal, Runde 2. Uff. Oh no. Oh no. Oh nö. Oh nö. Oh, was sind das für ein Startpunkt? Also, mitten auf dem Parkplatz, den es wahrscheinlich nicht mehr gibt. Oh no. 2013 oder 23? 23, okay, den könnte es also noch geben. Oh. Okay, auf jeden Fall ist es einfach, wo wir sind. Mall of Qatar. So, wo ist die Mall of Qatar? Mall, Tower Mall, Gulf Mall, Mall Gate One. Warte mal, Mall Gate One, das klingt doch hier nach so einem Parkplatz, wo wir draufstehen könnten. Al-Rufara Street. Nee. Warum haben die so viele Malls? Wantan Mall, Mall of Qatar. Dua Mall. Ich finde, Mords sind das Schlechteste, was erfunden wurde. Ich finde, das ist einfach so langweilig. Das ist genau wie, wenn Feste immer die gleichen Stände mit den gleichen Händler haben, die die gleiche Ware haben. So Weihnachtsmarkt oder so. Ich finde, da müsste es immer so sein, sie brauchen... Da, Mall of Qatar. So und so viel Prozent neue Ware oder sowas. So, Al-Rufa Street. Hast das? Al-Rufa Mall? Okay, Rufa ist anscheinend Rufa. Nee, da ist Rufa Street. Das heißt, wir sind wahrscheinlich hier drin und sind hier raufgefahren. Oh, Kacke. Also die Mall der Kitzmanda ist südlich. Hier, genau. Kitzmondo ist südlich. Das heißt, wir starten hier. Und jetzt ist die Frage, wo? Neben dem Rovo-Ding. Zweite Reihe der Parkplätze dort. 3,15 Meter. Glück gehabt. Juiuiuiui. Und damit geht's weiter in Runde 3. Sehr geil. Oh, sehr guter Startpunkt. Den finden wir auf jeden Fall, weil es ein Dreieck ist. Valinas. Lorio Valinas. Okay,
Spontan hätte ich gesagt Neuseeland, aber ich glaube nicht. Rede Natura 2000. Ich glaube, ich bin gegen irgendwelche Waschmittel oder sowas allergisch. Allergisch. Mich kribbelt und juckt es manchmal einfach. Okay, nicht Neuseeland. Sonne ist Süden, also sind wir im Norden. Schade. Wenn jetzt hier irgendwo wenigstens irgendwas steht, nee, nur Vorsicht. Warte mal, ist das nicht Griechenland? Hoffentlich nicht Griechenland. Ja, dann sind wir verloren. Selbst auf der Autobahn. Weil, dass sie von der. Nee, oh nein, Spanien. Nein. Wo ist PO in Spanien? PO534VACL PO Pontevedra, haben die hier PO? Ja, PO 532 PO 532 PO. Blöd ist halt, dass die 532 nicht neben der 534 liegen muss. Und die wechselnden Farben sind auch nicht hilfreich. Man denkt immer, das sind dann ganz andere. 235. Hier ist schon EP. PO 531. Hier ist noch ein PO. Hier ist EP, hier ist noch ein PO. 254. Ah, es muss so eine ganz kleine Zubringer-Dings sein. Wahrscheinlich an die 532. Und dann irgendeine abgehende, die nur so einen Bogen oder sowas macht, vielleicht. Heißt die dann. 532-208-004-542. Ist auf jeden Fall für die Lesbarkeit manchmal nicht gut. Vom Kontrast her. Die haben es wenigstens im Fett gedruckt. Könnten die ja hier auch machen können. Super. 534 direkt gefunden. 532 direkt gefunden. 534 nicht. 530. Berlin. Würde ich sie ja hier zwischen vermuten halt. Was ich schon mal hatte, dass es dann nur auf so einer Straße aufgedruckt war
und gar nicht als Schild hier in Google war. Da habe ich mich dumm und dusselig gesucht. Warum immer so nicht, also warum kommt denn nicht mal eine Straße, die man direkt sieht, nicht? Es kommen immer irgendwelche Pupeldinger, die dann auch noch absichtlich versteckt sind. Ich weiß nicht, ob das so ganz geil ist. Also wenigstens beim Drübergucken würde ich das schon gern sehen können. Beim ersten Mal. Oder ich scroll die ganze Zeit drüber, nicht wahr? Das kann ja auch sein. Hier ist schon EP dann. Okay. Aber wir sind ja hier noch an einer anderen. An die können wir nicht reinfahren. Oh, das ist ja blöd. Okay. Das ist doof. Das wäre jetzt schon cool, wenn man da wenigstens reinfahren hätte können. So. Ist das hier immer noch die 532? Wo ist es? Ich habe doch gerade das Schild gesehen. Da. 534, natürlich. Hier geht's nochmal weg nach Agrella. Agrella. Alama. Insur. Boya. Wie hieß es? Grea, nicht? Ich habe schon direkt wieder vergessen. Grella. Grella. Wirklich, also mein Kurzzeitgedächtnis ist sowas von kaputt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, deswegen ist es schwer für mich, Sachen auch langfristig zu lernen. Weil es, was ich lerne, ist sofort wieder raus auf den Kopf. Agrella. Vielleicht sind wir auch dichter wieder an der Stadt, als ich denke. Aber es sieht nur so voll aus, obwohl es das gar nicht ist. Al-Ermida. Al-Kabbala. Tja. Griefer. Warum können wir nicht in Griefer sein? Gut, aber Agrella könnte sogar noch kleiner sein, nicht? Arriba, Arriba Andale. Villabajo und Arriba treten gegeneinander an. Okay, nee, wir brauchen irgendwas Großes. Aber ich dachte, das wird eine schnelle Nummer jetzt hier mit Spanien. Aber Spanien kann durchaus gefährlich werden. Aber bei so einer guten Straße dachte ich, komm, wir kriegen jetzt 5 Orte, Kilometerangaben und haben es sofort. Aber nein, wir sind auf der einzigen Superstraße, die nicht eingezeichnet ist. Was ist eigentlich das hier für eine Abtrennung? Ist das zweispurig oder ist das ein Radstreifen? Das sieht so komisch aus. Ich glaube, in Bayern gibt es das auch nicht, dass die eine Seite zweispurig ist, die andere einspurig. Das ist uns, glaube ich, in den Bergen passiert. Komm schon. Ein Hinweis. Duas y Grexas.
Duas y Grixas. Oder Lureiro. Ich glaube, kommen noch ein paar, wenn man dichter rangeht. Lureiro, nicht Lumairo, Lureiro. Ja, es wird nichts sein, was ich in der Zoom-Stufe sehen kann, nicht? Ich hoffe nicht, dass es eine P-Straße gibt, die bis hier runter führt oder so. Obwohl hier alles schon CG und EP ist, nicht? Okay. Lureiro Valinas. Lureiros. Und das ist ja eigentlich eine große Straße, die abgeht. Ach, die hat eine Doppelbenennung wieder. Nee, nach der EP heißt die nur 354. Unsere Straße geht, die geht nach Norden, Osten, Süden, Nordwesten weg, die große. Fünf, drei, vier war das, nicht? Ich habe mich gerade vertan, glaube ich. Aber das bedeutet, die POs können auch ganz woanders sein. Das ist echt mies, wenn die außerhalb dieser Kreise da sein können. Da war das Schild. Ja, 534, nicht 354. Oh. Aber hier ist 552. Ich und mein Gedächtnis, nicht? Also ich kann es wirklich in die Tonne kloppen. Wer ein Gedächtnis braucht, kann meine gerne haben. Das bringt mir einfach nichts mehr. Na, hier geht's weiter mit PO. Fünf, PO 504 macht natürlich auch Sinn. 528, 548. Okay, nicht, dass wir auf der Insel oder so sind. Oh. 534, hier hinten. Jetzt haben wir sie. Lolairo. 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 Lamairo. Was sind das denn für Nester? Dass die nicht auftauchen. Oder Valinas.
Estrada, Lalin. Pontevedra. Sambuca. Also wie geht die hier weg? Die geht nach Norden, Osten, Süden, Westen weg. Dann können wir eigentlich nur theoretisch hier stehen. Oder? Aber das sieht hier nicht so aus wie das. Weiß nicht, ob Google das nicht mehr genauso abbildet, wie es in echt da ist. Weil länger ist die 534 nicht. Und es geht eher nach Norden. Also es geht eher so, ne? Gibt es auch nicht so viele Straßen, die hier noch höchstens. Oder die hier. Valinas, da. Lureiro, da. Okay, die Stelle muss das sein. Bin mir aber nicht sicher. Und danach kommt eine Kurve nach Norden. Stimmt das? Ja. Okay, dann Startpunkt ist genau davor. Finish. 3,69 Meter. Puh. Der Fluch wurde gebrochen. Der Fluch ist gebrochen. 18.000 Punkte. 33 Minuten in Laos People's Democratic Republic. 3 Minuten in Katar, 17 Minuten in Spanien. Damit unter einer Stunde. In der ersten Folge heute noch, die wir versagt haben und 3 Punkte verloren haben. Habt ihr nicht dran geglaubt, dass ich eine Runde unter eine Stunde schaffe? Jetzt schon 2 und diese Mal sogar mit voller Punktzahl wieder. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Nach dem Urlaub wieder eingespielt. Ich glaube, die nächsten Tage und Wochen werden wir da richtig, richtig ranklotzen. Wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss.